Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Charakterprofil-Let's Play, das wir hier machen zu Livelog. Mit mir ist hier der Felix. Vielleicht habt ihr ja gestern schon unser Charakterprofil-Video gesehen zur Hex-Klasse. Jetzt geht es um die Catalyst-Klasse sozusagen. Genau. Catalyst ist im Grunde so ein Support-Charakter. Mhm. Deswegen ist die Standardwaffe vom Catalyst auch, oder von der Catalyst auch hier die Forge. Das ist ein Schweißgerät, das ist ein Strahl, mit dem man sowohl Gegner abschießen kann, als auch seine Verbündeten heilen. Da wir jetzt aber Solo spielen, habe ich jetzt mal hier diese zwei Maschinenpistolen ausgewählt. Monarch, genau. Und ein Elektrogewehr und einen kleinen Raketenwerfer. So, jetzt starten wir einfach mal eine Mission. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen hochgelevelt, also schon einiges freigeschaltet. Jetzt gehen wir einfach mal rein. Grundsätzlich, du kannst das Spiel ja im Offline-Modus spielen, du kannst es im privaten Koop-Modus spielen, also nur für Freunde sichtbar, dass du sie direkt einladen kannst, oder halt auch in einem offenen Modus, dass andere Leute in dein Spiel einsteigen können, aber wir machen das Ganze jetzt mal offline. Genau. Es gibt dann übrigens auch noch nächste Woche ein ausführlicheres Let's Play, wo wir noch so ein bisschen mehr auf die Gameplay-Mechaniken eingehen. Jetzt aber erstmal hier diese Klasse. Ja. Und ja, du ziehst ja auch schon los und hast ja auch deine beiden, ja, was du gerade schon beschrieben hast, ne, diese Strahlwaffen. Maschinenpistolen, ja, machen nicht so viel Schaden, aber ballern halt wie verrückt und man kann da relativ gut kritische Treffer mit raushauen. Das macht sie halt gerade so bei kleinen Gegnern sehr praktisch. Und da man in manchen Levels von so kleinen Gegnern noch ziemlich überrannt wird, ist das nicht unpraktisch. So, ich hatte ja gesagt, das ist auch eine Support-Klasse im weitesten Sinn, wobei sie genauso auch austeilt wie die anderen auch. Aber sagen wir mal, was sie halt kann, ist, ich kann hier so eine Heil-Aura aktivieren. Man sieht also in diesem grünen Ring, da werde dann nicht nur ich geheilt, sondern auch meine Mitstreiter. Das ist natürlich super praktisch. Aber jetzt natürlich relativ sinnlos, ne? Also in Solo. Dachte ich auch erst, ja. Aber wenn jetzt mal meine anderen Fähigkeiten, zum Beispiel kannst du Geschützturm aufstellen, der dann automatisch auf die Gegner feuert. Oder eine andere Fähigkeit ist das hier. Da werden so drei Klone von mir erzeugt, die dann automatisch kämpfen. Und die, wie man sieht, kann ich auch heilen mit meiner Aura. Und das ist tatsächlich sinnvoll. Also es ist nicht so, dass man sagt, oh, Heilaura ist ja voll doof im Solo-Modus. Nein, das ist hier tatsächlich nicht unpraktisch. Und habe ich sehr, sehr oft benutzt. So, jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe. Das ist so ein Elektrogewehr. Das ist so gegen einzelne Ziele gar nicht mal so praktisch, aber ist dann im großen Durcheinander mit vielen kleinen Gegnern ziemlich gut, weil dieser Strahl dann auf andere Ziele überspringt. So, ja. Dann flitzen wir mal weiter und suchen uns mal hier in die dritte Waffe. Das ist dann unser Raketenwerfer. Da kann man dann die Projektile so ein bisschen lenken. Ist eigentlich in jeder Situation gut und hat auch ein relativ großes Magazin. Hat das auch so AOE-Schaden? Oder? Ein bisschen, ja. Außerdem kann man ja alle Waffen aufwerten und dann wertet man halt logischerweise einfach die Waffe auf, die ihm gut gefällt. So, die ultimative Fähigkeit von dieser Klasse, Momentchen, nicht sterben, die ist jetzt an diesem Ziel eigentlich schon fast ein bisschen verschenkt. Und zwar kann ich hier einfach so ein paar Drohnen losschicken, die dann einmal alles wegbomben. Selbstredend hat die einen längeren Cooldown, ist aber dafür halt auch sehr mächtig in jeder Situation. Ja. Viele Gegner, Bossgegner, ganz egal, macht alles ziemlich, macht alles schon, ziemlich, ne? Ordentlich weg und ist eigentlich immer lustig, wenn man dann so im Gefecht einfach mal mit einem Tastendruck 20 Gegner auf einmal wegschießt. Ja. Das waren, denke ich, die wichtigsten Sachen. Oder hast du noch? Ich glaube, das sind so die Basics. Also mit dieser Skillung, wie ich ihn jetzt spiele, bin ich eigentlich bislang sehr gut durchgekommen. Genau. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut euch doch noch unsere beiden anderen Videos zu den Klassen an und dann, wie gesagt, in der kommenden Woche noch ein ausführliches Display, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen in das Spiel und auch sagen, ob das Ganze überhaupt Spaß macht, was du da machst. Und ja, vielen Dank, Felix, und euch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.